Hi Leute, herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und heute ist der Georg bei mir. Moin. Moin. Georg, du, ey, ich sag dir, da haben sie mir einen Auftrag reingedrückt hier. Echt? Ich weiß gar nicht, war nicht da. Ja, ey, aber schön, dass du jetzt da bist. Die anderen zwei haben sich nämlich schon wieder verpieselt. Die sind nämlich schon zum Frühstück. Du, pass auf. Ui. Wir müssen hier mehrere Ebenen schaffen und hier sollen Gebäude platziert werden, Lager und so ein Zeug. Oh je, oh je. Also das heißt hier, das muss abgetragen werden und abtransportiert. Das wird eine ganze Ecke dauern und dann sollen hier die Zufahrtsstraße nach oben gemacht werden und es soll quasi hier Lagerstätten errichtet werden, verschiedene. Mhm, okay. Ja, ja. Also das wird auf jeden Fall... Oh, warte mal ganz kurz, mein Telefon klingelt. Ja, hallo? Bergmann. Herr Bergmann? Ja. Ach, ich grüße Sie. Was gibt's denn? Bist du heute im Bauhof tätig? Ja, wir sind hier gerade bei dem Kolmleiten und haben einen Großauftrag bei dem, also zumindest ziemlich umfangreichen. Na, ich hätte mal einen Auftrag für dich, zwei Halme wegzureißen. Das geht ja schnell. Abriss, ja, Abriss. Okay, shitty, das müsste ich mir wahrscheinlich vor Ort anschauen. Warte mal, was haben wir denn? Wir haben zwei ganz normale Hallen. Hier zwei ganz normale Hallen, ja. Und die sollen einfach nur wegplaniert werden, oder wie? Einfach weggerissen, abgeballert, keine Ahnung. Was hast du denn schon wieder vor, mal ganz ehrlich? Ich will mir eine Produktion hier auf dem Hof stellen. Oh, okay. Die Ölmühle. Ah, okay. Ach, okay, cool. Ja. Du, pass auf, dann, warte mal, ich mach mal Folgendes. Wir haben hier noch nicht angefangen. Ich würde einmal schnell vorbeikommen, würde mir die Hallen anschauen, die weggerissen werden sollen. Ja. Dann können wir das nochmal kurz klären und ja, dann frage ich mal hier den Georg, ob der vielleicht schon mal die ersten Sachen hochfährt. Jo. Weil die Raupe, die Planierraupe brauchen wir hier aktuell nicht, wir müssen die erstmal erdreich abtragen. Jo, können wir so moken. Machen wir das so, dann komme ich mal vorbei, ja? Naja, ihr wisst. Bis gleich, ciao, ciao. Jo, ciao. Du Georg, wir brauchen wahrscheinlich die große Mulde und die Raupe bei dem Bergmann. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob du vielleicht runterdüsen könntest, entweder hier mit einem Trecker oder, ja. Und vielleicht den LKW unten. Ach nee, warte mal, ich habe eine Idee. Komm mal mit, steig mal ein. Fahr mal bei mir mit. Ja. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Vielleicht, weil ich habe, das Problem ist, wir haben nämlich unseren Tieflader hier. Entweder schnappst du dir den Tieflader und fährst mit dem weiter. Oder ich weiß nämlich auch, dass der Bergmann einen Tieflader hat. Ah, okay. Weißt du, ja, weißt du, vielleicht kannst du den gleich nehmen und kannst mit dem weiterfahren. Ja. Das wäre eine feine Sache. So, ansonsten, wie geht's denn dir, Mensch? Ja, gut, kommt vom Urlaub, gut erholt. Du kommst vom Urlaub? Natürlich. Okay, wo warst du gewesen, Mensch? Ah, ein bisschen auf die Malediven. Auf die Malediven? Ey, ich weiß auch nicht, jeder fährt immer alle auf die Malediven. Ich frag mich, was ich verkehrt mache. Bin ich hier irgendwie, habe ich irgendwas verpasst mit meinem Bauhof hier? Mit meiner Tätigkeit, ich kann mir keinen Urlaub leisten. Naja, Urlaubsantrag ausfüllen und weg. Naja, aber der muss ja bezahlt werden. Ja. Bezahlt wird er schon. Ne, konnte ich mir schon denken, dass er schon bezahlt wird, aber man muss ja auch das Geld haben. Guck mal, hier wird schon geendet. Oh ja. Ja. Und ansonsten, wie läuft's sonst so? Ja, alles im Lot und bei dir. Naja, es ist halt viel zu tun, ne? Es ist halt hier, siehst ja selber, ein Bauauftrag nach dem anderen und. Naja, ansonsten ist die Kacke auch ein bisschen am Dampfen. Oh je. Ich glaube, da gehe ich wieder in den Urlaub. Ja. Vielleicht sollte ich auch einfach in den Urlaub gehen. So. Erzähl doch mal, Mensch. Was hast du gemacht? Naja, entspannt. Wasser. Sonne. Cocktails. Was für eine Cocktails? Also so wie man sich den Urlaub vorstellt. Upsala. Richtig. Brauchen neue Schilder. Und eine neue Hinterachse. Ja. So, gut. Perfekt, so. Steht die Raupe bei uns noch am Bauhof, oder? Was, wie bitte? Die Raupe steht bei uns noch am Bauhof dann, oder? Die Raupe ist am Bauhof, ja. Und der Muldenkipper müsste auch noch dort stehen. Jawohl. Ja. Also das müsste alles vor Ort sein. So. Ein Bagger bräuchten wir aber auch noch, oder?
Oder Lade. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir noch einen Bagger jetzt da haben. Wir haben, der Bauhof hatte einen neuen Bagger bestellt, einen etwas größeren. Der ist jetzt aber gerade bei den Kolmleiden. Okay. So. Ja. Schauen wir uns mal an, was hier weggerissen werden soll. Ja. Herr Bergmann! Ach da. Hier kommt ja von allen Seiten gerannt. Tag, Herr Bergmann. Also ihr... Ich finde es immer noch witzig, wie Sie inkognito hier unterwegs sind mit Ihrem Bart und Ihrer Brille. Das ist absoluter Wahnsinn. Psst, das soll ich Ihnen erzählen. Nee, ist auch nicht richtig. Ja. Ach, Johann, Mensch, bist du mit der Ernte fertig? Ja. Alles fertig, alles eingelagert und Maschinen gewaschen. Dreck ist auch wieder da, perfekt. Gut, dann ist das fertig erstmal, Herr Bergmann. Sehr schön. Gut, wollen wir? Das finanziell machen, gerne. Ja. Geld haben. Nein, wir haben ja nur das, deine Felder geerntet, sind ja nur schnell eingesprungen, alles gut. Herr Bergmann. Ja? Ja. Ansonsten könntest du uns die zwei Hallen natürlich zeigen, die abgerissen werden sollen. Sehr schön. Oh wow, da weiß ich ja gar nicht, wohin damit. Dem ganzen Geld. Nee, perfekt, super, ich danke vielmals, immer wieder gerne. Komm hier, komm. So, also was soll jetzt abgerissen werden? Also einmal soll die hier weg. Ach du grüne Neune. Okay. Dieser Klumpen hier. Bläh. Will ich nicht mehr. Nee? Nutze ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Okay. Eigentlich eine schöne Halle, ne? Naja. Wir können sie ja bei sich aufbauen. Hier abreißen und bei sich aufbauen. Naja, das wird nichts. Da müssen ja die Wände ein bisschen abgebaut werden und alles. Müssen wir auch alles trennen mit Holz und dem Dach und naja. Jo. Gut, ja. Und dann, also hier hinten so lang. Was hier das schöne Solarkarport? Das wird teuer mit der Entsorgung, sag ich gleich. Da bleibt stehen. Achso, okay. Wollte schon sagen. Irgendwo müsst ihr die Maschinen noch abstellen. Diese hier soll weg. Ach, die soll auch weg? Ja, kann ich auch nicht mehr gebrauchen. Habe ich noch nie, brauche ich nicht. Okay, also die zwei Hallen sollen abgerissen werden. Was ist mit dem Platz hier vor den Hallen? Wo die Bäumchen stehen? Soll das ein bisschen grün bleiben alles? Nö, Plan. Betonrohr. Hier ist eine schöne grüne Ecke. Ja, Betongrauf, grün ist was für Hippies, nicht für mich. Aber. Hallo, Lohnunternehmen. Ja, okay. Naja, gut, wenn, dann ziehen wir es mit Platz, ist ja kein Problem. Und wenn du dann fertig bist und die Halle hier weg hast, irgendwann, ne? Dann brauchst du hier eine Ölmühle hin. Ja, das ganz ehrlich, Herr Bergmann, da muss ich erstmal mit meinem Chef reden. Da muss ja. Das habe ich alles schon geklärt. Nee, ja, ich kenne ihr geklärt, genau. Da werden wieder illegal irgendwelche Sachen aufgebaut. Nee, das kläre ich erst mit meinem Chef nicht. und dann muss der erstmal das Zeug bestellen und dann wird das hingebaut. Ich habe noch nie was illegal gebaut. Was wollen Sie denn mit der Ölmühle? Na, was macht man mit der Ölmühle? Ja, sehe ich aus wie ein Ölmühler, woher soll ich das wissen? Na, mit der Ölmühle wird gebaut, also wird angebaut und dann wird da also Früchte verkauft, also Öl, ja, verstehen Sie? Betreiben Sie die Ölmühle? Ja, klar. Da bin ich mir nämlich gerade nicht so sicher. Weil sie scheinen selber keinen Platz zu haben, was sie da machen wollen. Naja, die nimmt ja Güter an. Also wie zum Beispiel Raps, Sonnenblumen und Oliven. Also sie wollen da Öl draus machen oder wie? Genau, dann mache ich Öl und dann verkaufe ich das an die Dieselproduktionen oder so. Okay. Oder Speiseöl. Okay, ja, klingt ja ganz gut. Man soll ja sein Repertoire mal ein bisschen erweitern. Ja, ich brauche ein zweites Standbein. Da geht dann wieder los. Warum, was ist denn los, Herr Bergmann? Überall fahren so und arbeiten, nur ich hab nicht viel Arbeit. Oh. Ich kann er nicht mehr. Ich glaube, der Herr Bergmann ist gebrochen, ey, zur Zeit. Den hat das richtig mitgenommen. Herr Bergmann, Herr Bergmann, Kopf hoch. Ganz ehrlich, Sie haben doch ein klasse Lohnunternehmen. Sie haben tolle Maschinen. Sie sind schnell mit der Arbeit. Wenn man Sie anruft, sind Sie sofort da. Ich bin immer sehr zufrieden. Das ist nett für Ihre Worte. Ja, kommen Sie mal her hier. Dann nehme ich Sie mal in den Arm. Also, das geht ja so nicht. Ja, nehmen Sie einfach mein T-Shirt. Oh, na, danke schön. Okay. Dann brauche ich eine neue Jacke, glaube ich. Ich muss jetzt auch losdröschen. Alles klar. Herr Bergmann, dann viel Erfolg auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir rufen Sie an, sobald was ist, ne? Dankeschön. Ja, okay, alles klar. Oh mein Gott, schnell weg. Gut, Georg, du holst die Raupe und den Dings, ne? Ja, mach ich. Perfekto. Achso, du Bergmann, sag mal, hast du einen Tieflader, den wir nutzen könnten, um die Raupe zu holen? Für den Georg? Ja, hinten in der Halle steht der LKW und der Tieflader steht da hinten bei den ganzen Aufliegern. Okay. Gut, super, perfekto. Danke dir. Ja. Dann können wir wieder los. Komm, Johann. Wir fahren. Ja. Ich brauch dich. Du
Du bist zwar nicht bei Bauhof, aber das ist hier die... Nee, so viel zu tun und wir sind ja erstmal fertig soweit, oder? Unsere Felder sind ja eigentlich auch im grünen Bereich. Ja. Da hat man ja eigentlich alles fertig gemacht. Das Gras hat kalt gekriegt, der pH werden sollte stimmen und passen. Und erntereif war auch noch nichts. Wie bitte? Und erntereif war auch noch nichts von den anderen Früchten. Nee, das wird noch dauern. Das wird noch dauern. Vor allen Dingen, wir müssen anfangen, ey. Ohne Witz, es ist Regen gemeldet für heute. Und dann wird das da oben eine richtige Schlammpartie. Ja. Wenn das da losregnet hier, gerade am Hang, ich weiß nicht. Das könnte gefährlich auch werden. Ja, wenn der Bagger uns da abschmiert, was, ne, oder so. Was hat denn der Kormleiten denn da alles vor, ein Großprojekt? Naja, das Problem ist, es ist halt hanglastig. Und da sollen halt ein oder zwei Ebenen gemacht werden. Das soll so ein bisschen begradigt werden. Und da sollen eine Zufahrtsstraße hoch und oben sollen Lager hin und dies und das. Und naja, das wird alles ein bisschen komplizierter vom Bau her. Also das ist, ich weiß auch noch nicht so richtig, ob ich mir das zutraue, wenn ich ehrlich bin. Aber der Herr Huber und der Herr Schütte, die sind ja immer so zuversichtlich. Das geht ja immer so direkt so, ja, du machst das schon aus Wien. Wir haben eben großes Vertrauen in dich gesetzt. So gute Arbeit gemacht habe bis jetzt. Ja, also deswegen das sagen sie auch, dass du auch sowas hinkriegst, locker. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich meine Beteiligung vom Projekt vom Lauringer schon bekommen habe, ey. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, da war irgendwas, aber irgendwie so richtig sicher bin ich mir. Ey, was wird das denn? Sag mal, ist der besoffen? Mal ganz ehrlich jetzt. Ist das der Wartlinger? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach, warte mal, das. Hallo, oh, geht's noch? Was oh nein. Ach, Johann. Ja, Breitenstein. Einsteigen. Ja. Jetzt. Hier in den BMW. Los. Herr Breitenstein, warum? Einsteigen, bitte. Ich möchte Ihnen was zeigen. Ihnen beide. Naja, wir sind zu zweit aktuell. Wollen wir ihn überwältigen? Ich scherze nicht. Ja, einsteigen, jetzt. Los. Johann, fahr mal den LKW auf Seite. Ich glaube, nein, der bleibt da stehen. Oh. Johann. Warte, er ist aus. Gut. Einsteigen. Okay, ich weiß ja nicht, Herr Breitenstein, was das jetzt werden soll. Weil wir haben eigentlich gar keine Zeit, Herr Breitenstein. Eigentlich ist ein sehr gefährliches Wort, Herr Rosenberg. Ja, das ist... Upsala, das ist mir schon klar. Oh, Wahnsinn! Ausgeblumst, jetzt geht's weiter. Wie geht's Ihnen, beiden? Naja, ich will es mal vorsichtig sagen. Den Umständen entsprechend, wa? Na, wieso denn? Was ist denn passiert? Naja, was ist denn passiert? Das wissen Sie ganz genau. Was war denn das für eine Aktion mit den Drecher? Da ist einfach ein Drecher bei mir auf dem Hof gelandet. Oh, wo haben Sie den denn her? Das wissen Sie wohl ganz genau, wo der herkommt. Ich weiß gar nichts. Mein Name ist Hase. Ja. Ich hab das... Oh. Da war ein Zettel drinne. Da stand drauf, hier Oswin, deine Beteiligung. Ja, was denn bitte für eine Beteiligung? Von was denn? Weiß ich nicht. Also ich weiß nichts von dem Mähdrescher und dem Zettel. Ich habe einen riesen Ärger an der Backe, Herr Breitenstein. Ach, einen riesen Ärger. Wieso denn? Na, wieso? Ja, erzählen Sie. Naja, was... was soll ich Ihnen da erzählen? Sie haben... hier wahrscheinlich irgendwelche dubiosen Geschäfte am Laufen. Ich? Und wollen wir hier wahrscheinlich irgendwie einen Schuldigen suchen? Und weil Sie der Meinung sind, dass ich da bei Ihnen rumgeschnüffelt habe, soll ich das jetzt sein? Und soll Ihr Haus und Hof verlieren? Herr Rosenberg, ich bin nicht nur der Meinung, ich weiß es. Was du willst die gleiche Masche wieder durchziehen, wie du es bei mir damals gemacht hast, jo, Albert. Wie geht's dir denn? Das weißt du genau. Ja, wo ich, wie das? Ich gelandet bin, wegen dir. Du hast dich ja schön verstecken können, die ganzen Jahre. Ja, musste ich ja auch. Das war sehr, sehr schwer, dich zu finden. Das muss ich ehrlich zugeben. Ja, und jetzt wirst du das Gleiche mit Ossi machen wie mit mir. Was heißt das Gleiche? Naja, wahrscheinlich ich weiß noch schlimmer. Nämlich alles, Herr Breitenstein. Der Johann hat mir nämlich erzählt, dass Was ist eigentlich mit der Pizzeria passiert? Weiß das einer? Die Pizzeria? Ja. Die ist abgebrannt. Oh. Da war einer und hat ein Feuerchen gemacht. So, Gebäude können und brennen. Und wir haben den auch Rosenberg. Beobachtet. Wie bitte? Gebäude können brennen, Herr Rosenberg. So ist das. Das passiert nun mal.
Manchmal zufällig. Manchmal gewollt von dir. Von mir? Ich will gar nichts. Naja, wahrscheinlich lieber ein Handlanger beauftragt dafür, der das machen soll. Ich lege doch kein Feuer. Bist du des Wahnsinns? Ich habe viel zu viel Angst vor Feuer. Nö, hast du dann deine Helferlein, die das ja machen? Helferlein? Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Ja, das wissen wir doch alle. Aber soll ich Ihnen was sagen? Herr Breinstein, der Johann hat mir nämlich erzählt. Ich habe den Johann nämlich im Wald gefunden. Der hat mir erzählt, dass sie ihm Haus und Hof weggenommen haben. Und ganz ehrlich, glauben Sie, dass sie mit der Masche nochmal durchkommen? Dass sie mir alles wegnehmen? Sie wissen gar nicht, mit was ich schon alles, ich sage jetzt mal in Ihren Worten, durchgekommen bin. Mhm. Wissen Sie, naja, durch Studium und durch Verbindungen und so weiter, da kriegt man einflussreiche Freunde. Da hilft man sich. Verstehen Sie? Mhm. Meine Cousine, haben Sie ja selbst kennengelernt, ist im Finanzwesen tätig. Da ist mal schnell Gebäude oder Wohnung oder Hof oder was auch immer und auch mal das Konto weg, Herr Rosenberg. So soll das laufen, ja? Wo kann es laufen? Ja. Aussteigen, jetzt. Ja. Und können Sie mir mal bitte sagen, aber was das soll, warum Sie sich jetzt in mich rausgesucht haben? Ich kann da nichts dafür. Wissen Sie, ich bin hier Herr neu Rosenberg, in die Stadt gekommen. Herr Rosenberg, Sie fangen an, in irgendwelchen, was auch immer, rumzuschnüffeln. Ich krieg deswegen Ärger. Ich habe mir Sie nicht rausgesucht. Sie haben sich freiwillig, ich sage jetzt mal, gemeldet dafür. Ja. Und jetzt soll ich blumen dafür. Haben Sie ja selber Dreck am Stecken. Ich weiß, Ihr Moped war irgendwie an der Pizzeria. Ach, das wissen Sie. Ja, natürlich weiß ich sowas. Ist ja interessant. Ich frage mich, wie mein Moped dahin kommt. Weil ich war nämlich nicht dorthin gefahren. Sind und da was ich gemacht haben, keine Ahnung. Ich habe da gar nichts gemacht. Ich bin da überhaupt nicht hingefahren. Und der Johann war nämlich mit mir unterwegs. Der kann das bezeugen. Genau. So einfach wird die Geschichte nicht, Herr Breitenstein. Ach, das war früher schon einfacher. Soll ich Ihnen was sagen? Wegen Ihnen saß ich sogar ein paar Stunden im Gefängnis und musste auf Kaution rausgelassen werden, weil der Herr Wartlinger nämlich mich unter Verdacht hat. Glauben Sie mir, ein paar Stunden im Gefängnis ist das Geringste, was Sie erwartet, wenn Sie nicht aufhören, rumzuschnüffeln. Das erwartet dich auch bald. Mhm. Mich auch. Du weißt, wozu ich in der Lage bin. Du hast es selbst erfahren. Du musst jetzt hier nicht hier den großen Macker machen, nur weil hier ein großen Berg neben dir steht. Ne? Du weißt ganz genau, was passieren kann, Johann. Sei du mal ganz still. Naja, man kann das ja versuchen. Sonst wird das hier zu verhindern. Das versuch mal. Wenn du das versuchst, dann wird das hier schlimmer mit Herrn Rosenberg enden als mit dir. Herr Rosenberg. Aber Herr Breitenstein, ganz ehrlich, was soll ich denn tun? Was soll ich denn machen? Einfach die Finger stillhalten und sich nicht in andere Leute Angelegenheiten einmischen. Was ist denn das mit Ihnen? Warum sind Sie überhaupt so? Was ich wollte mich das? Überhaupt Warum nicht ein... Herr, ja, aber haben Sie... Herr Breitenstein, ich wollte mich überhaupt nicht einmischen. Was kann ich denn dafür, dass ich... Dass, ich bin da durch Zufall drauf gestoßen. Ich wusste ja nicht, dass wir einen Bürgermeister haben, der... Oder dass Sie da hier Ihre Geschäftchen nebenbei machen, von denen keiner was weiß. Es muss ja auch nicht jeder alles von meinen Geschäften wissen. Weiß jeder alles von Ihnen was? Was Sie machen nebenbei? Naja, auch mehr nicht. Wie mir manchmal lieb ist, hier habe ich das Gefühl. Irgendwie weiß hier immer jeder alles. Ja, und jetzt, wie soll das weitergehen? Mal ganz ehrlich, ich soll jetzt hier die Finger stillhalten. Herr Rosenberg, es wird so weitergehen. Sie halten die Finger still, Sie mischen sich nicht mehr in meine Angelegenheiten. Und gnädigerweise dafür, wenn Sie das machen, wie gesagt, ich bekomme das mit, so ist es nicht. Wenn Sie das dann machen, dann lasse ich Ihnen vielleicht Ihren Hof und lasse Ihnen vielleicht Ihre Pachtfelder. Ansonsten sorge ich dafür, dass man mit Ihnen was ganz anderes macht. Die irgendwie, keine Ahnung, so lange irgendwo hinbringt, bis keiner Sie mehr kennt. Bis man sie vergessen hat. Das geht alles, Herr Rosenberg. Aus Wien. Da lassen Sie mir ja viel Auswahl. Dankeschön. Ja, Sie haben mir keine andere Wahl gelassen. Ja, Herr Breitenstein, ich werde mich in nichts mehr einmischen. Keine Angst, ich werde ja hier nicht Haus und Hof verlieren oder noch irgendeinen Brand bei mir auf dem Hof haben oder sonstiges.
Da kann alles Mögliche passieren. Frag den Johann, was alles passieren kann. Der kennt das. Ja, das weiß ich, dass der das kennt. Er war Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank, er war in der glücklichen Lage, dass er sich vor mir verstecken konnte. Aber Johann ist ja auch gar nicht so dumm, deswegen konnte er das ja nur. Na. Gut. Ne, ist das klar? Ja. Herr. Ach, gucken Sie, da ist mir doch glatt schon der Nachname entfallen. Ja, Herr Breitenstein. Lauf, der fährt dich noch über den Haufen, ey. Hm. Ey, ganz ehrlich. Und jetzt? Sollen wir hier stehen? Sollen wir zurücklaufen oder was? Das ist doch unfassbar. Aber ja. Oh Mann. Ja, komm. Fußmarsch. Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ganz ehrlich. Nee. Der, muss der will die gleiche Nummer mit mir machen, wie er mit dir gemacht hat. Ja. Das wird genau. Schau mal, der ja noch Schlimmeres mit dir vor als mit mir damals. Naja, ich weiß ja nicht, was du damals aufgedeckt hast oder von was du alles wusstest, aber ich scheine ihn ja schon, naja, wichtige Informationen zu haben von irgendwelchen dubiosen Geschäften, die er da macht. Mann, ey. Ja, kannst du mir mal bitte sagen, was ich jetzt machen soll? Ich meine, es hat ja schon mal geklappt. Dich hat er ja auch komplett in den Ruin getrieben. Das will ich bei mir eigentlich verhindern. Ich will meinen Hof behalten, ich will meine Maschinen behalten, ich will meine Felder behalten, ich will meine Landwirtschaft machen und eigentlich mir weiter was aufbauen hier, aber ich werde ja mit Gewissensbissen sterben. Das ist ja, ich muss das ja bis ins Grab mitnehmen, das Geheimnis. Eigentlich musst du auch, wenn der Herr Wartlinger dich nicht leiden kann oder aktuell dich ja nur verdächtig, irgendwie zusammen mit ihnen eine Falle aushecken. Irgendwie, dass der Bürgermeister dir das gesteht, irgendwie unabsichtlich, aber er das eben mitbekommt, irgendwie durch den Anruf, den du ein Handy mitlaufen lässt oder irgendwie sowas, dass man da irgendwie den Strick draus drehen kann, dass du unschuldig bist und er der Schuldige ist. Ich hoffe nur, dass der Herr Wartlinger, ich hoffe nur, dass der Herr Wartlinger mehr Einfluss hat wie der Herr Breitenstein. Das muss man natürlich hoffen, dass nicht, dass er da auch noch bezahlt wird auf seiner Gehaltsliste. Auf der Gehaltsliste steht, ja, das kann nämlich sein. Na gut. Gut, meine Lieben, schreibt gerne mal in die Kommentare, was sollen wir machen? Sollen wir den Herrn Breitenstein decken und sollen quasi unseren Hof dadurch schützen und unsere Arbeit oder müssen wir ihn irgendwie eine Finte legen? Ich weiß es nicht, aber wenn das nicht klappt, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem. Und wir wissen auch noch nicht so ganz, ist der Herr Wartlinger denn auf unserer Seite. Gut, in diesem Sinne sind wir aber erstmal durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss und ciao. Ciao. Oh.